Am Ende wird sich diese Sprint to Glory über 12 Saisons ziehen und ein Spieler erreicht sogar die 97er Gesamtstärke. Servus oder so und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer Sprint to Glory. Und natürlich muss ich es wieder komplett übertreiben, denn ich wähle hier und heute einfach den schlechtesten Verein aus der vierten englischen Liga aus. Das ist Harrogate Town und die werde ich in diesem Video zum Champions League Titel führen. Den Verein hatte ich übrigens auch in meiner Liste mit den Top 10 besten Vereinen für den FIFA 21 Karrieremodus. Das verlinke ich euch natürlich in der Infocard, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Ey, wir haben halt auch einfach überhaupt kein Geld zur Verfügung jetzt. Mit 1 Million Euro kannst du in FIFA 21 echt wenig anfangen. Dazu noch eine echt schlechte Mannschaft. Ich hoffe, ihr habt Bock auf diese Sprint to Glory, auf diese Reise. Lasst jetzt schon mal einen Daumen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für mehr solcher Videos. Es ist übrigens meine erste Sprint to Glory von der neuen Xbox. An sich ist es noch die gleiche Version wie auf den alten Konsolen. Trotzdem möchte ich es einfach mal ausprobieren. Sollte aber einfach überhaupt keinen Unterschied machen. Ihr kennt Sprint to Glory, eigentlich muss ich es gar nicht mehr erklären. Jedes Spiel wird simuliert. Voller Fokus geht auf die Transferphasen und beendet wird das Video erst, wenn die Champions League gewonnen wurde. Was ich jetzt als allererstes mache, ist vielleicht ein bisschen untypisch für so eine Sprint to Glory, denn wir gehen rein in die Jugendakademie und finden dort direkt mal 6 ganz ordentliche Talente vor. Die sind für diesen Verein echt teilweise überkrasse Talente. Ansonsten werden wir natürlich keine Jugendarbeit betreiben, aber wenn die jetzt schon mal hier sind und ich finde, die machen das Ganze ja auch nur noch interessanter, kann man so ein bisschen beobachten, wie die sich alle entwickeln. Der Vorteil davon ist außerdem, dass der Kader jetzt direkt deutlich größer ist. Wir können mehr Spieler verkaufen und so einer wie Vega könnte halt sogar direkt in die erste Mannschaft reinfinden. Mal schauen. Er hat es leider nicht reingepackt. Zumindest auf die Bank habe ich ihn jetzt mal gesetzt. Er ist ein Auswechselspieler. Das hier ist die bestmöglichste Elf in einer 4-4-2-Formation. Dabei bleiben wir also. Den Miller hätte ich theoretisch als Linksverteidiger reinstellen können. Aber der ist eins von den größten Talenten im Verein und ich sehe ihn lieber im linken Mittelfeld auf seiner ersten Position. Der und Kirby, die haben 70er Potenzial und sind damit die größten Talente im Verein. Ist jetzt auch nicht so besonders gut. Und wir kommen nochmal zurück zum Vega. Der Chilene passt als ZOM beziehungsweise MS nicht ins Spielsystem. Und deshalb trainiere ich den jetzt mal zum zentralen Mittelfeldspieler um. Das sollte auch nur 16 Wochen dauern. Und nachdem ich jetzt zum größten Teil erfolgreich die Verträge verlängert habe, kann ich euch die neueste Transferliste zeigen. Insgesamt 4 Spieler sind da drauf. Ich werde aber bestimmt noch mehr Leute abgeben. Einfach weil der Kader so perfekt aufgestellt ist. Perfekt ausgeglichen. Das heißt, wenn ich einen neuen Spieler kaufe, kann ich auch gleichzeitig wieder einen anderen abgeben. Und am dringendsten brauchen wir auf alle Fälle Verstärkung in der Innenverteidigung und auf den Außenverteidigerpositionen. Und im Sturm kann man theoretisch auch was machen. Bevor ich da aber zuschlage, wird noch ein bisschen Geld gesammelt. Check Emmet ist verkauft. Im Vorbereitungsturnier scheiden wir nach dieser Niederlage gegen die Sligo Rovers. Ausgerechnet Sligo Rovers wahrscheinlich in der Gruppenphase aus. Ja, genau so ist es. Wurden nur Gruppendritter. Dadurch geht uns natürlich schon ordentlich Geld flöten. Zumindest 240.000 Euro erhalten wir. Die helfen auch direkt weiter. Carrie darf uns verlassen. Nun ist es aber soweit. Wir verpflichten unseren allerersten neuen Spieler. Es ist Ricky Jade Jones. 59er Gesamtstärke, 82 Potenzial und der hat gerade mal 530.000 Euro gekostet. Der Typ wird uns noch sehr viel Spaß bereiten. Und ich mache direkt weiter. Hole Ari B mit ins Boot. Großes Innenverteidiger-Talent vom FC Bayern, hat einfach ein 86er Potenzial. Kann sogar links hinten spielen. Den Großteil unserer Kohle habe ich dadurch natürlich schon jetzt ausgegeben, wobei wir da noch ganz gut hin und her verschieben können. Also mindestens einen weiteren Spieler von dem Kaliber können wir uns leisten. Jetzt packe ich aber erstmal Ari B in die erste Elf. Wie krass ist das denn bitte? Shanghai wird uns vermutlich Kirby abkaufen, aber ich habe damit überhaupt kein Problem, denn die zahlen Marktwert und wir bekommen diesen Yang Xu in die Mannschaft. Ja, ich weiß, der ist 33 Jahre alt, aber der hat eine 64er Gesamtstärke. Nur am Gehalt scheitert es jetzt. Ihr könnt den Dealer so vergessen. Kirby bleibt erstmal noch hier. Dafür geht Joe Cracknell direkt vor dem ersten Spieltag. Kommt mit Marzen ein neuer Linksverteidiger dazu. 80er Potenzial, mega flexibel einsetzbar in der Defensive. Mit dem sind wir gewappnet für den Saisonstart. Einfach wird es trotzdem nicht, das sieht man sofort. Wir müssen noch mehr Verbesserungen vornehmen und das geht nur mit mehr Kohle. Ich verkaufe also fröhlich weiter und schon ist der Transfer-Deadline-Day da. Ein paar Stunden kann ich ja noch abwarten. In denen ergibt sich aber nichts Interessantes. Das heißt, jetzt schlage ich noch ein letztes Mal zu mit einem Transferbudget von 555.
50.000 Euro. Theoretisch ist es sogar noch deutlich mehr, weil ich niemals so viel Gehaltsbudget brauchen werde. Den guten Andres Borger können wir uns sogar noch ziemlich entspannt leisten, denn er hat nur 500.000 Euro gekostet, hat ein 80er Potenzial, 18 Jahre jung. Ich hätte lieber zum Beispiel einen Cody Dramé gehabt, aber ihr kennt es ja, die Spieler sind nicht bereit, sich neu zu orientieren. Spieler aus Top-Ligen können wir grundsätzlich nicht verpflichten. Aber auch ein Borge hilft auf alle Fälle weiter. Haben wir jetzt zwei Rechtsverteidiger mit einer 60er Gesamtstärke. Generell konnte ich die Mannschaft auf alle Fälle zumindest einen Ticken verbessern. Auf lange Sicht mega krass verbessern, weil viele der jungen Spieler, die ich geholt habe, massig Potenzial haben. Ich zeige euch noch kurz die Top-Transfers. Die restlichen 2 Stunden kann ich wegsimulieren. Und dann geht's auch schon ab in den Januar 2021. Also an sich können wir jetzt noch keine riesengroßen Sprünge erwarten, genauso ist es. Harrogate Town befindet sich auf dem 13. Tabellenplatz von insgesamt immerhin 24 Mannschaften. Damit sind wir in der Spitze der unteren Tabellenhälfte zu finden und das ist doch schon mal ganz ordentlich für den ursprünglich schlechtesten Verein. Der ein oder andere Spieler konnte sich auch schon verbessern. Der Vega braucht leider wegen seiner schlechten Form noch 3 Wochen, bis wir dann endgültig zum ZM umformen können. In der Zwischenzeit können wir ja vielleicht wieder ein paar Spieler verkaufen, weil es sind schon noch immerhin 3 Spieler auf der Transferliste. Einer davon war Escobar, den will ich aber nur verleihen, damit er sein Potenzial behalten kann. Ja, und jetzt schaut es euch an. Vega wird zum zentralen Mittelfeldspieler. Hat jetzt eine 58er Gesamtstärke, auf den bin ich auf alle Fälle noch gespannt in der Zukunft. In die Fußballschule habe ich gerade wieder reingeschaut. Da haben wir diesen Young. Der hat seinen 16. Geburtstag gefeiert, wird also sofort zum Profi befördert. Bei Seric müssen wir noch ein bisschen warten. Mittlerweile ist Transfer Deadline Day. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich noch jemanden verkaufe. Aber mit dem Transferbudget wird es halt auch eng, jemanden in den Verein neu reinzuholen. Eigentlich muss da noch was passieren. Und deshalb verkaufe ich Jack Muldoon. Irgendwie so in die Richtung wird man den wahrscheinlich aussprechen. Der war eigentlich nicht auf der Transferliste. Dafür dieser Jonathan Stead. Der ist 37 Jahre alt. Der beendet am Ende der Saison seine Karriere. Den will einfach keiner haben. Muldoon war jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 31 Jahren. Hatte aber halt eine 60er Gesamtstärke. Also mal schauen, ob ich dann einen Spieler mit ähnlicher Qualität herbekomme. Und die Antwort ist eher so semi-gut. Neu im Team ist ab sofort Hong Si Ho. Der Typ hat 400.000 Euro gekostet, mehr konnte ich nicht ausgeben. 58er Gesamtstärke, 77er Potenzial. Der setzt sich jetzt mal zunächst auf die Bank. Auf lange Sicht sollte das aber eine ordentliche Verpflichtung sein. Und mit der Mannschaft gehen wir rein in die Restsaison. Wir werden halt wahrscheinlich weiterhin einfach irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Habe ich damit recht behalten? Ich würde mal sagen, das habe ich. Wir sind in der Tabelle nochmal ein Stückchen abgefallen. Aber ganz ehrlich, wen juckt das jetzt großartig? Absteigen kann man sowieso nicht in der Liga. Also in FIFA zumindest mal. Im FA Cup sind wir, glaube ich, ziemlich früh rausgeflogen. Genau, natürlich in der ersten Runde gegen Colchester. Auch im Carabao Cup das aus in der ersten Runde. In der EFL Trophy wurden wir Dritter in der Gruppe. Also eigentlich egal, wo man hinschaut. Es läuft einfach nicht für Harrogate Town. Aber ich denke mal, das wird sich ändern, spätestens dann mit der nächsten Saison. Piemonte Calcio holt die Champions League, die Europa League gewinnt Villarreal. Und das war's von der ersten Saison mit Harrogate Town. Wie gerade schon gesagt, in der zweiten Saison muss und wird es besser laufen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich auf die zweite Saison mit Harrogate Town. Transferbudget liegt dieses Mal bei 1,63 Millionen Euro. Zumindest schon mal ein ordentlicher Sprung. So sieht die Transferliste aus. Den guten Will Smith will ich eigentlich nicht abgeben. Das hat jetzt nichts direkt mit seinem Namen zu tun. Der ist nur wegen irgendwas unzufrieden, hat einen Wechsel gefordert. Was wir auf alle Fälle brauchen, ist ein neuer Linksverteidiger. Weil der Backup-Spieler, den wir da hatten, der war nur ausgeliehen. Zur Not kann auch Arian B die Position spielen. Also ich warte da erstmal noch ab, bis sich Lawlor verkauft. Aber das ging ziemlich schnell. Am 22.07. ist es soweit. Außerdem habe ich noch unseren Drogenbaron ausgeliehen. Das Vorbereitungsturnier haben wir dieses Mal einfach gewonnen. El Deep ausgeliehen. Transferbudget liegt jetzt bei fast 3 Millionen Euro. Also als erstes kaufe ich, wie angesprochen, einen neuen Linksverteidiger. Und dann noch einen Stürmer, zentralen Mittelfeldspieler, Torwart vielleicht. Es wird richtig rausgehauen. Der neue Linksverteidiger ist ganz schnell eingetütet. Kommt vom Hamburger SV. Ich habe den ohne Scouting verpflichtet. Das heißt, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel bezahlt, aber finde ich mal überhaupt nicht. 700.000 Euro hingelegt, der hat einen Marktwert von 1 Million, Potenzial von 77 und wird einfach direkt zum Stammspieler, weil er besser ist als Marzen. Ich wollte es dem Zufall überlassen, auf welcher Position ich als nächstes einkaufen werde. Jetzt haben sich aber Torhüter und Stürmer fast am gleichen Tag verkauft. Unser Spiel gegen Salford steht kurz bevor. Gerade im Tor brauchen wir unbedingt einen neuen Mann. Und er trägt jetzt den Namen Gavin Batsunu. 64er Gesamtstärke. Das wird uns richtig krass boosten und dazu sein Potenzial von 82. Und apropos Torwart, den Milat Saric kann ich zum Profi befördern. Das war der letzte übrige Jugendspieler. Ja, und den neuen Stürmer brauchen wir ja noch.
Ivan Adson, auch der hat ein Potenzial von 82, 1,1 Millionen musste ich für den hinlegen. Was mir gerade auffällt, worauf ich noch gar nicht geschaut habe, das sind die freien Spieler. Wir haben ja hier auch direkt im Scouting-Bericht ein paar vorgeschlagen. Ich werde aber dieses Mal dann einfach komplett davon absehen und keinen einzigen freien Spieler verpflichten. Dadurch wird es auf alle Fälle nochmal ein Stückchen schwerer. Jetzt im Vergleich zu Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein aus ganz FIFA 21. Da hat ja irgendwann die halbe Mannschaft nur aus freien Spielern bestanden. Und das soll dann dieses Mal nicht passieren. Seric wird direkt ausgeliehen. Das war dieser eine Jugendtorwart da, den ich vorhin noch rausgezogen habe. Drei Torhüter braucht man in FIFA einfach normalerweise nicht. Die Freigabesumme für Josh Falkingham wurde bezahlt. Und ehrlich gesagt, das ist ziemlich cool. Denn den habe ich erst vor kurzem auf die Transferliste gesetzt, weil ich gerne im zentralen Mittelfeld ein bisschen upgraden würde. Da sind diese 440.000 echt eine gute Summe. Unser neuer zentraler Mittelfeldspieler kommt aus Mexiko. Heißt Amaury García. 63er Gesamtstärke, Potenzial von 79. Und wie versprochen, das ist die erwartete Verbesserung. Und das war sie, die Sommertransferphase 2021. Die Top-Transfers darin waren Ndidi, Kanté und Jesus. Was kauft der FC Bayern denn da bitte zusammen? Für Harrogate Town blieb jetzt kein Geld mehr übrig, um noch irgendwas aufzubessern. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden mit der Mannschaft. Da muss doch jetzt eine ordentliche Hinrunde bei rauskommen. Was ich da jetzt so im Kalender gesehen habe, das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ja, und da sieht man es. 12. in der Tabelle. Das ist, glaube ich, einen Platz besser als nach der Hinrunde in der Vorsaison. Also kaum eine Steigerung zu erkennen. Gut, die Plätze für die Aufstiegs-Playoffs sind jetzt nicht so weit entfernt. Also theoretisch ist das auf alle Fälle noch drin und muss auch das Ziel sein. Transfertechnisch kann ich halt aktuell nicht mehr so viel tun. Außer natürlich, wie so oft, wir verkaufen noch einen Spieler irgendwie. Auf der Transferliste ist aber keiner, den ich wirklich hergeben will. Ja, dementsprechend gibt es keine Abgänge mehr. Ich musste immer sehr viel Geld verlangen, wenn ich Angebote bekomme für Spieler, die ich eigentlich nicht hergeben will. Und ansonsten bekommen wir dann niemals einen Ersatz, der auch nur ansatzweise so gut ist. Ich bleibe ja auch dabei. Die Mannschaft sieht definitiv gut genug aus, um es zumindest mal in die Aufstiegs-Playoffs reinzuschaffen. Die dann zu gewinnen, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber wir scheitern halt ganz knapp, ne? Schaffen es um einen Punkt nicht in die Playoffs rein. Und das heißt, wir müssen eine dritte Saison in der vierten englischen Liga verbringen. Im FA Cup war wieder Schluss in der ersten Runde. Im Carabao Cup hingegen sind wir erst in Runde 3 rausgeflogen. In der EFL Trophy haben wir die Gruppenphase überstanden. In Runde 2 haben wir Charlton rausgeworfen. In Runde 3 war dann aber Schluss gegen Plymouth. Das war's von den ganzen Pokalwettbewerben. Bleibt natürlich noch der UEFA Superpokal, die UEFA Champions League und zu guter Letzt die Europa League. Spielerstatistiken habe ich in der letzten Saison nicht gezeigt. Komm, das machen wir jetzt ab sofort immer. Top-Torjäger ist Ivan Adson und der beste Vorlagengeber heißt George Thompson. Eine vierte Saison werde ich mit Sicherheit nicht in der vierten englischen Liga verbringen. Da breche ich das Projekt dann lieber ab. Von daher, in dieser Saison muss es klappen. Transferbudget 1,5 Millionen Euro. Es ist weniger geworden im Vergleich zur letzten Saison. Auf der Transferliste sind Kiernan, Walker, den ich eigentlich nicht verkaufen will, und Will Smith. Den guten Filmstar werde ich aber wahrscheinlich dieses Jahr dann schon verkaufen. Dann ist er endlich weg, kann nicht mehr meckern. Wir holen uns einen neuen Innenverteidiger und wahrscheinlich einen neuen rechten Mittelfeldspieler dazu. Wenn es vom Geld her halt reicht und dafür brauchen wir auf alle Fälle den ein oder anderen Sieg im Vorbereitungsturnier. Klappt dabei leider nicht so gut. Wir fliegen in der Gruppenphase raus, bekommen zumindest 400.000 Euro dafür. Ich glaube, es lag halt vor allem daran, dass unser Stammtorhüter Batsunu bei der Nationalmannschaft war. Zum Glück haben wir einen gut gefüllten Kader, können Spieler verkaufen, um die dann wiederum zu ersetzen. In diesem Fall mit Daniel Hojo Kowalski, ein polnischer Innenverteidiger mit einem 81er Potenzial. Der nächste, der ersetzt werden will, ist Brandon Kiernan. Nur die Option, die ich mir da jetzt ursprünglich vorgenommen hatte, die können wir uns halt nicht mehr leisten. Ich weiß, Begraui könnten wir uns leisten, aber das ist halt ein freier Spieler und ich habe ja gesagt, die hole ich nicht. Boah, das wird jetzt echt schwierig, weil die ganzen Spieler mit Talent halt mittlerweile so gut geworden sind, dass du sie dir mit dem Geld eigentlich gar nicht mehr leisten kannst. Oder scheinbar geht's doch. Basel will nur 1,4 Millionen für Julian von Moos. Nur mit seinem Gehalt wird's halt jetzt dann auch mega eng. Das bekommen wir leider nicht gebacken. Boah, das wäre es halt jetzt gewesen. Aber das heißt, theoretisch brauchen wir nur einen, der ein bisschen schlechter ist als von Moos. Und da kommt Momo Sissé vom VfB Stuttgart ins Spiel. Der hat zumindest mal ein Potenzial von 76, eine 65er Gesamtstärke und ist bei uns gesetzt im rechten Mittelfeld. Damit bringen wir die insgesamt fünfte Transferphase hinter uns. Ey, und ich sag's nochmal, wir müssen jetzt endlich unbedingt vorne mitspielen.
Am 1. Januar 2023 spielen wir einfach gegen Liverpool im Pokal. Das ist FA Cup Runde 3. Schon mal ein gutes Zeichen, dass wir da so weit gekommen sind. Jetzt aber mal rein in die Ligatabelle. Wir sind Zweiter. Jawohl, Jungs. Und soweit ich das verstehe, steigen die ersten drei Teams sogar direkt auf. Und danach sieht es halt aktuell aus. Aber ich meine, viele der Spieler gehen auf die 70er Gesamtstärke zu. Und da querst du halt dann einfach nicht mehr in die vierte englische Liga. Jetzt haben wir wieder genau die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Transferbudget ist kein Star. Da wird also wahrscheinlich nichts mehr passieren in der Transferphase. Gegen Liverpool verlieren wir nur knapp mit 1:0. Ist eigentlich sogar ein Erfolg. Die Wintertransferphase schnell zusammengefasst. Chelsea holt sich Cucurella, Gomez geht zu Atletico und Gonçalves zu Piemonte Calcio. Währenddessen bleibt Harrogate Town inaktiv. Und es sollte ja auch so auf jeden Fall für den Aufstieg reichen. Komm jetzt, auf geht's, Jungs. Vor allem kann ich dann endlich jeden Spieler verpflichten und die wollen sich auch neu orientieren. Harrogate Town gewinnt die Liga. 94 Punkte, wir überholen Versailles sogar noch. Die habe ich ganz safe falsch ausgesprochen. FA Cup Sieger wird nicht Liverpool. Gegen die sind wir herausgeflogen. Den Carabao Cup gönnt sich Tottenham. Harrogate Town verliert gegen Swansea. Auch in der EFL Trophy kommen wir nicht weit. Verlieren Runde 2 gegen Burton Albion im Elfmeterschießen. Wie immer jetzt noch UEFA Superpokal, UEFA Champions League und zu guter Letzt die Europa League mit Gladbach als Sieger. Unser bester Torschütze ist erneut Ivan Asson, aber auch Garcia nicht schlecht und das als zentraler Mittelfeldspieler. Der gibt auch die zweitmeisten Vorlagen, am meisten Vorlagen gibt Calvin Miller. Wir sind endlich angekommen in der dritten englischen Liga. Eigentlich alle Spieler werden demnächst die 70er Gesamtstärke erreichen. Und unser Transferbudget liegt bei 2,87 Millionen Euro. Damit kann man auf alle Fälle einiges anfangen. Meine erste Amtshandlung in dieser Saison. Ich verkaufe Tom Walker. Der wollte unbedingt weg und sein Vertrag wäre am Ende der Saison ausgelaufen. Ich hatte also eigentlich keine andere Wahl. Ich leihe natürlich auch wieder viele junge Spieler aus, die noch nicht gut genug sind für die erste Mannschaft. Einfach um ihr Potenzial nicht zu verlieren. Das Vorbereitungsturnier haben wir einfach gewonnen. Transferbudget liegt jetzt also bei fast 6 Millionen Euro. Neu orientieren wollen sich die Spieler trotzdem nicht. Also entweder ich habe das falsch in Erinnerung oder EA hat das umgestellt mit FIFA 21. Aber wir kommen natürlich trotzdem zu unserem neuen linken Mittelfeldspieler. Ihr habt den gerade schon gesehen, Juan Manuel Cuesta. Linker Mittelfeldspieler, 5 Millionen Euro musste ich hinlegen. Das sind mittlerweile schon Summen. Hier, Geld bleibt nicht mehr viel übrig. Damit haben wir jetzt zwei absolut brutal gute linke Mittelfeldspieler im Verein. Ich hoffe, dass der Miller trotzdem noch auf genügend Einsatzzeit kommen wird. Theoretisch könnte man es auch so machen, aber dann steht bei Cuesta da minus 6. Eigentlich kann der Stürmer spielen, aber ihr wisst ja, das ist ganz, ganz komisch in FIFA 21 und das muss EA dringend überarbeiten. Und das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein von der Transferphase. Ich verkaufe den ältesten Spieler im Kader, Thompson, der ist 31 Jahre alt und ersetzt wird er durch Marius Hauptmann. Ey, das war jetzt so ein unglaublich langes Rumgetue hier. Am Ende verpflichte ich den Spieler von Zwickau. Der hat nur ein 74er Potenzial. Aber für mehr hatten wir einfach das Geld nicht. Alles in allem eine zufriedenstellende Transferphase. Arsenal gönnt sich einfach Alphonso Davies. Jesus wechselt von PSG zu Leipzig. Was für eine seltsame Fußballwelt ist das denn hier bitte? Eine Fußballwelt, in der Harrogate Town in der dritten englischen Liga spielt. In der EFL Trophy steht man in Runde 3, aber uns interessiert natürlich vor allem die Ligaplatzierung. Wir sind einfach Dritter. Die ersten zwei steigen direkt auf, also ein Durchmarsch in die zweite Liga ist definitiv machbar. Die anderen Wettbewerbe schauen wir uns dann am Ende der Saison an. Ihr dürft jetzt noch kurz die Mannschaft sehen und dann schaue ich mal, ob ich in der Transferphase noch was anstelle. Uff. Uff, uff. Ich verkaufe Batsunu an Benevento für 11,5 Millionen Euro. Der hat den Marktwert von 6 Millionen, also fast das Doppelte von seinem Marktwert. Das Problem ist jetzt nur, der Vorstand gibt uns gerade mal 6,5 Millionen Euro. Und damit sollen wir uns jetzt einen gleichwertigen Ersatz holen. Das wird schon ziemlich schwierig wieder mal. Und das ist halt der Hauptgrund, warum ich so ungerne Spieler verkaufe. Im Endeffekt haben wir uns jetzt dadurch nicht wirklich verbessert. Der Perioan hat die gleiche Gesamtstärke und sogar ein Potenzial, was um 2 Punkte niedriger ist. Hat jetzt nur 5,5 Millionen Euro gekostet, immerhin. Uns bleibt noch genau 1 Million, die ich aber wahrscheinlich nicht mehr ausgeben kann. Einfach weil man mit dem Geld einfach keinen brauchbaren Spieler mehr bekommt. Ich weiß halt nicht, ob Batsunu eine Weiterverkaufsgebühr hatte und der Vorstand uns deswegen so wenig Geld gegeben hat. Wäre cool, wenn man das irgendwo nachschauen könnte. Ihr seht die Top-Transfers, die restlichen 8 Stunden spare ich mir einfach und wir springen sofort ans Ende der Saison.
Richtig heftig wäre halt jetzt der Durchmarsch in die zweite Liga mit dem neuen Torhüter. Wir wissen noch nicht, ob es geklappt hat, denn der dritte Platz reicht ja nicht für den direkten Aufstieg. FA Cup Sieger ist Chelsea. Wir sind gegen Accrington in Runde 2 rausgeflogen. Carabao Cup holt Manchester City. Für uns das Aus in Runde 1. Nächster Pokalwettbewerb EFL Trophy. Da haben wir es bis in Runde 3 geschafft. Ja, und jetzt die Playoffs. Harrogate Town scheidet einfach schon im Halbfinale aus gegen Huddersfield. Und das heißt, wir müssen auch in der dritten Liga eine Ehrenrunde drehen. Superpokalsieger heißt Tottenham. Die Champions League holt Atletico Madrid und die Europa League geht an Lazio Rom. Vielleicht, wenn ich den Torhüter nicht verkauft hätte, vielleicht hätte es dann direkt mit dem Aufstieg geklappt. Die meisten Tore erzielt ein weiteres Mal Ivan Azon, während die meisten Vorlagen von Amaury Garcia kommen. Absolut krass, dass das hier jetzt schon wieder die fünfte Saison in dieser Karriere ist. Und dieses Mal können wir 3,66 Millionen Euro ausgeben. Dazu kommt natürlich noch das Vorbereitungsturnier. Und ich werde Ari Mbi verkaufen müssen. Will ich halt eigentlich gar nicht. Aber der hat einen Wechsel gefordert. Ich kann seinen Vertrag nicht verlängern. Und der würde am Ende der Saison auslaufen. Gleiches gilt übrigens für Marzen. Also da wird einiges passieren. Und es geht ganz schnell. Marzen wechselt für 1,5 Millionen. Ari Mbi kostet immerhin 5,5. Dazu noch Savage ausgeliehen. Gute 9 Millionen Euro haben wir jetzt zur Verfügung. Der neue Innenverteidiger ist zum Glück ganz schnell geshoppt. Kennen bestimmt ganz viele von euch. Amel Bella Kotschap kommt vom VfL Bochum für 5,3 Millionen. Auf der Linksverteidigerposition wird es ein bisschen schwerer, weil Luca Netz ist schon deutlich zu teuer und der Herrero, der will sich nicht neu orientieren und die Freigabesumme ist dann doch etwas zu viel. Ich verkaufe einfach auch noch unseren zweiten Innenverteidiger für 9,2 Millionen Euro. Das ist so viel Geld für den. Dann gibt uns halt wieder nur einen kleinen Anteil davon. Bevor ich da aber jetzt direkt den Ersatz kaufe, wieder auf der Linksverteidigerposition aufgestockt. Der neue Mann heißt Riccardo Calafiori und hat zumindest ein Potenzial von 78. Und ich gebe auch noch unseren Backup-Stürmer ab. Einfach, weil sich der so gar nicht mehr entwickelt hat mittlerweile. Jetzt hauen wir das Geld wieder raus. Ich habe mich gegen Nathan Wood und für den guten Collins entschieden. Bei Nathan Wood waren es nämlich 17% Weiterverkaufsgebühr. Bei Collins gibt es die überhaupt nicht. 5,2 Millionen Potenzial von 81. Mit einem neuen Backup-Stürmer wird es halt jetzt echt eine ganz, ganz schwierige Nummer. Weil das Geld reicht für kein Talent der Welt. Die sind alle nicht mehr so günstig. Ich habe mir jetzt theoretisch diesen Alexander Buxer rausgesucht. Aber ausleihen kann ich den vermutlich auch nicht, genau. Also wahrscheinlich müssen wir erstmal ganz ohne auskommen. Es kommt ja auch kein Geld mehr rein durch irgendeinen Verkauf. Also ihr merkt schon, es ist richtig schwer, die Mannschaft mit Transfers ernsthaft zu verbessern. Vielleicht ist im Winter ja wieder was möglich. Aber natürlich wollen wir auch die Ligatabelle nicht aus den Augen verlieren. Wir sind Erster. Ganze 7 Punkte vor dem legendären FC Portsmouth. An den Finanzen hat sich natürlich nichts verändert. Es bleibt weiterhin eine ganz, ganz schwierige Geschichte mit dem Backup-Stürmer. Aktuell haben wir da nur Beck und der hat halt eine 61. Damit können wir relativ wenig anfangen. Theoretisch habe ich noch den LDB auf der Transferliste. Aber bis hierhin wollte den keiner haben und so viel Geld würde der jetzt auch nicht in die Kassen spülen. Auch der Transfer-Deadline, der ist abgelaufen. Es tut sich nicht mehr. Hier seht ihr die Top-Transfers. Es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn wir den Backup-Stürmer jetzt noch nicht kaufen, das auf die nächste Saison verschieben. Denn ich gehe ja stark davon aus, dass wir aufsteigen und dann haben wir auf einmal viel, viel mehr Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Weil wenn wir dann in der zweiten englischen Liga sind, dann muss es doch endlich soweit sein. Dann müssen sich die Spieler neu orientieren wollen. Also, was lernen wir daraus? Das Allerwichtigste ist die Liga. Was für eine Überraschung. Und wir werden Erster mit unglaublichen 111 Punkten. Torverhältnis von 91 zu 31 sind da auch in beiden Statistiken die beste Mannschaft der Liga. Den FA Cup gewinnt Manchester United. Wir sind mal wieder nicht sonderlich weit gekommen. Auch im Carabao Cup nicht. Aber die EFL Trophy gewinnen wir. Der allererste Titel. Außer man zählt natürlich jetzt so eine Meisterschaft in der unteren Liga dazu. Kann man eigentlich auch machen. UEFA Superpokal Sieger Atletico Madrid, Champions League Sieger, Atletico Madrid, Europa League Sieger, nicht Atletico Madrid. Dann halt ein anderer spanischer Verein. Unser Top-Torschütze ist ein weiteres Mal natürlich Ivan Azon. Dieses Mal dicht gefolgt von Ricky J. Jones. Amaury Garcia gibt 19 Torvorlagen und hat auch selbst noch 20 Tore geschossen. Also der Mexikaner eskaliert komplett. Angekommen in der zweiten englischen Liga und was mich persönlich vor allem stört, das sind so ein paar unserer Ersatzspieler, die einfach viel zu schlecht sind mittlerweile für die Verhältnisse. Werde ich also versuchen, ein bisschen auszutauschen. Es stehen immerhin gute 7 Millionen Euro zur Verfügung. Und nein, ich habe es nicht vergessen, wir brauchen ja eigentlich sowieso noch einen weiteren Stürmer. Jetzt brauchen wir 2 weitere Stürmer. Miller musste ich leider verkaufen. Der wollte seinen Vertrag nicht verlängern und der wäre am Ende der Saison ausgelaufen. Zum Glück erreichen wir im Vorbereitungsturnier
das Finale. Dort verlieren wir leider, aber trotzdem, das wird so eine enge Geschichte, was das Geld angeht. 51,8 Millionen Euro würde ich für Perejuan bekommen. Ich weiß jetzt wieder nicht, hat er eine Weiterverkaufsgebühr oder nicht? Ich nehme das an. Und der wechselt halt wirklich. 43 Millionen Euro kassieren wir. Hau mir ab, ich werde das ganze Team umbauen in der Transferphase. Ich verscherbe einen weiteren Torhüter mit Fran Caicedo, aber das war tatsächlich komplette Absicht, komplett geplant. Zwei Torhüter reichen aus. Boah, und jetzt steht schon der erste Spieltag vor der Tür, am 1. August. Ich sollte also am besten jetzt schon neue Leute einkaufen. Von dem Stürmer hatte ich euch ja schon letzte Saison erzählt. Und er war der günstigste von denen auf meiner Wunschliste, hat 8 Millionen Euro gekostet. Alexander Buxa. Torhüter werde ich leider keinen mehr bekommen. Meine zwei Optionen waren da Van de Voort und Nico Mantel. Kopenhagen überprüft aktuell das Angebot. Die überlegen da so ein bisschen hin und her. Und bei Van de Voort habe ich einfach zu Beginn direkt zu wenig geboten. Ich habe aber halt auch kein Scouting zur Verfügung. Ich verschiebe dadurch jetzt einfach alle Transfers ein bisschen nach hinten. Weil einen neuen Stammkeeper zu verpflichten ist halt natürlich das Allerwichtigste. Martin Van de Voort kommt jetzt nicht mehr in Frage, weil der ist jetzt auf einmal zu wichtig für den Club. Also musste ich Nico Mantel verpflichten. 21 Millionen Euro habe ich hingelegt. Der ist zwischenzeitlich jetzt noch von Kopenhagen zu Elche gewechselt und dann direkt einen Tag später oder so zu uns. Der hat ein 83er Potenzial und ich oute mich mal. Ich persönlich habe den noch nie spielen gesehen, aber ist scheinbar ein ziemlich ordentliches deutsches Torhüter-Talent. Ein neuer Innenverteidiger wurde dringend benötigt. Christian Marquez, 71er Gesamtstärke, ein tolles Backup. Plus sein Marktwert, das sehe ich gerade, ist brutal in die Tiefe gestürzt nach dem Wechsel. Hat sich fast halbiert. Mit seiner Gesamtstärke hilft er uns jetzt natürlich trotzdem erstmal ordentlich weiter. Ich bin halt so richtig krass auf Shopping-Tour. Jetzt haben wir 4 brutal gute Stürmer im Kader. Dennis Borkowski. Oh Mann, jetzt muss ich Bella Kotschap halt wieder hergeben. 23,5 Millionen Euro. Was willst du tun? Vor allem, ich brauche das Geld ja eigentlich, damit wir uns da noch einen halbwegs guten linken Mittelfeldspieler leisten können. Und so verlässt uns Amel Bella Kotschap. Und ich ersetze ihn direkt durch Chadi Riad. Der hat genau Marktwert gekostet, also 9 Millionen Euro. Nur toll, dass sein Marktwert direkt wieder um 1 Million gesunken ist. Der linke Mittelfeldspieler war bis aufs Gehalt nicht mal so teuer. Ich habe aber auch keinen so krassen verpflichtet. Rico Richards, 72er Gesamtstärke, 80 Potenzial. Und auch sein Marktwert ist so krank in die Tiefe gesunken. Der war vorher 5,5 Millionen wert und jetzt noch 3,6. Was ist denn da heute bitte los? Wenigstens sieht die Bank jetzt ernsthaft brauchbar aus. Das war ja mein Ziel in der Transferphase. Bis hierhin war das auf alle Fälle die actionreichste Transferphase dieser kompletten Sprint to Glory. Da passt das gut ins Bild, dass Chelsea einfach über 200 Millionen Euro für Rodrigo ausgibt. Ich kann das halt jetzt nicht wirklich einschätzen, wo wir mit der Mannschaft in der zweiten englischen Liga stehen. Aber für sowas gibt's hier eine Ligatabelle, die zeigt mir das. EFL Championship, wir sind 4. Also vielleicht noch nicht das Top-Top-Team, aber auf alle Fälle vorne dabei. Der Aufstieg in dieser Saison ist direkt wieder möglich. Und wir haben ja jetzt auch schon die ersten Spieler mit einer 80er Gesamtstärke im Kader. Wir können uns noch einen zentralen Mittelfeldspieler leisten. Perfekt, es wurde Joe White, 74er Gesamtstärke, 4,2 Millionen Euro hat er gerade mal gekostet. Und der wird halt jetzt einfach sogar Stammspieler ersetzt Kirby. So schade es ist. Er darf jetzt zumindest noch auf der Bank Platz nehmen und dadurch können wir auch auf der Position ganz gut wechseln. Sprung in den Juni 2026 und mit diesen Spielern muss man doch eigentlich Erfolg haben. Wir werden 4. Das bedeutet Playoffs. Burnley, Brentford steigen direkt auf. FA Cup Sieger wurde Arsenal. Wir sind gegen Chelsea rausgeflogen, ziemlich eindeutig mit 4:0. Carabao Cup gewinnt Everton. Für uns war gegen Leicester Schluss. Aber wir scheiden da mittlerweile nur noch gegen die Premier League Teams aus und jetzt rein in die Playoffs. Die Playoffs gewinnt Harrogate Town und das heißt, wir steigen in die Premier League auf, verbringe nur ein Jahr in der zweiten englischen Liga. Währenddessen gewinnt Borussia Dortmund die Champions League und die Euroleague geht an Villarreal. Hertha war im Finale. Also die deutschen Teams liefern ordentlich ab. Ähnliches gilt für Ivan Asson, wieder 33 Saisontore. Der beste Vorlagengeber ist natürlich wieder Garcia, aber dieses Mal zusammen mit Kirby. Harrogate Town ist ein Premier League Club und normalerweise sollten wir jetzt auch ein brutales Transferbudget haben, 35 Millionen. Also ich hatte sogar noch ein bisschen mehr erwartet, aber es ist trotzdem ein großer Sprung. Die Verträge werden halt jetzt auch deutlich teurer dann. Ricky, Jade,
Jones muss gehen. Der war jetzt ewig lange dabei, aber es ist die gleiche Situation wie so oft. Sein Vertrag wird am Ende der Saison auslaufen und er will ihn nicht verlängern. Ich muss ihn also abgeben, damit ich noch Kohle kassiere. Und das Geld butter ich jetzt nicht direkt in einen neuen Stürmer, stattdessen in einen Rechtsverteidiger. Timothée Pembélé, 83er Potenzial, 25 Millionen hat er einfach gekostet. Aber das ist halt die Position, die in der ersten Hälfte am schwächsten besetzt ist und der Ersatzspieler ist einfach Escobar und der hat eine 63. Also da muss er dringend ein neuer Mann her. Mal wieder ein neuer Innenverteidiger schadet auch nicht. Den kann ich mir zumindest noch leisten im Gegensatz zu den Stürmern hier. Nicolo Armini für 12,5 Millionen. Ich hatte eigentlich schon erwartet, dass noch deutlich mehr passiert in dieser Transferphase. Vor allem was Verkäufe angeht, weil mit den 7,5 Millionen Euro kann ich mittlerweile halt einfach nichts mehr anfangen. Und deshalb werde ich mir das Geld für den Winter aufheben. Die Top-Transfers heißen Phil Foden, Grafenberg und Hudson-Odoi. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir in der allerersten Premier League-Saison abschneiden. Zumindest die Hinrunde ist rum und der FA Cup verdirbt die ganze Spannung. Gut, wobei, wir wissen die Tabellenplatzierung ja noch nicht. Wir sind Elfter, also im Mittelfeld der Tabelle. Finde ich, ist eigentlich ziemlich zufriedenstellend. Hauptsache, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Leeds United ist auf dem 18. Platz. FA Cup haben wir gerade schon gesehen, wobei die Wettbewerbe, komm, das heben wir uns für nach der Saison auf. Jetzt geht's weiter mit den Transfers. 3 Stunden bleiben übrig auf der Transferuhr. Und wenn ich jetzt noch einen neuen Spieler holen würde, dann wäre das entweder ein rechter Mittelfeldspieler oder halt ein Stürmer. Stürmer haben wir nämlich nur 3 im Kader und im rechten Mittelfeld spielt Hauptmann mit einer 71er Gesamtstärke. Nur reicht für beides das Geld nicht aus. Der Cissé war auf der Transferliste, aber den wollte keiner haben. Hätte er wahrscheinlich halt auch nicht so viel Geld eingespielt. Ey, die bekomme ich nicht los, den Loco nicht und so weiter. Und das heißt, wir bleiben auf der Kohle sitzen und heben sie uns dann halt einfach für die nächste Saison auf. Und ich meine, wenn wir in der Premier League drin bleiben, ihr wisst ja alle, dann wird unser Transferbudget nochmal dramatisch ansteigen. Und dass wir in der Premier League bleiben, das sollte ja eine klare Geschichte sein. Am Ende stehen wir auf dem 11. Tabellenplatz. Das reicht natürlich bei weitem nicht für die internationalen Plätze. Generell, man muss sagen, die Premier League hat sich echt verändert. Tottenham 1., Manchester 2., die Wolves 3., Liverpool gerade mal auf der 5. und Man City 9. Ganz, ganz komisch. Den FA Cup gewinnt Manchester United gegen Manchester City. Wir sind in Runde 6 an Liverpool gescheitert. Aber das ist trotzdem schon ganz ordentlich, was wir da mittlerweile zerreißen. UEFA Super Pokal gewinnt Villarreal, die Champions League geht an Barcelona und die Euroleague schnappt sich Chelsea. Der Son hat eine 85er Gesamtstärke jetzt, also der explodiert halt komplett. Schießt natürlich auch wieder am meisten Tore, die meisten Vorlagen gibt wie immer Amaury Garcia. Also es sind schon seit mehreren Saisons einfach immer die gleichen Kandidaten. Ey, ich habe mir gerade schon das Transferbudget angeschaut und es ist doch wohl ein absoluter Witz. Warum haben wir nur 24 Millionen Euro zur Verfügung? Wir wurden Elfter in der Premier League. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir da jetzt in der Realität bekommen hätten. Aber halt bestimmt mehr als 24 Millionen. Damit kann ich halt wieder relativ wenig anfangen. Vielleicht einen guten Spieler kaufen. Die beiden Stürmerkandidaten zum Beispiel kosten 40 und 45 Millionen. Also die sind schon mal nicht machbar. Außer natürlich, ich verkaufe endlich ein paar von den Spielern hier. Auf der Linksverteidigerposition wird ein Platz frei, denn ich verkaufe Calafiori, das musste ich mal wieder tun. Ich muss die Situation jetzt nicht noch mehr erklären. Ihr wisst, welche ich meine. Und ersetzt wieder durch Çalhanoğlu. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich mir den jetzt nicht mehr leisten kann. Aber der hat einfach 30.000 Euro pro Woche angenommen. Das ist relativ wenig. Noch lieber hätte ich ehrlich gesagt Luca Netz gehabt. Aber der ist schlichtweg zu teuer. Ja, und das war's auch schon von der Sommertransferphase. Ich habe halt kein Geld mehr. Was auch noch zu anderen Problemen führt. Die erkläre ich gleich. Vorher zeige ich euch diesen Transfer hier. Getinger, Boadu und Reyna. Wer zur Hölle ist dieser Getinger? Von Nürnberg ein Pole, das muss der Lewandowski-Regen sein. Jetzt zu unserem Problem. Wir haben dann einen Spieler, der heißt Collins. Das ist ein Stamminnenverteidiger und bei dem läuft der Vertrag aus. Ich kann ihn aber nicht mehr verlängern, zumindest aktuell nicht, weil dafür unser Gehaltsbudget nicht ausreicht. Das heißt, ich muss im Winter zwangsläufig noch einen Spieler verkaufen. Er darf bis dahin aber halt auch keinen Vorvertrag irgendwo unterschreiben. Und ja, ich weiß, die Vereine können jetzt erst an ihn herantreten, aber das machen die normalerweise dann immer auch ziemlich schnell. Da sieht man es auch schon. Spielerverlust droht Nathan Collins. Aber was soll ich machen? Solange sich kein Spieler verkauft, werde ich seinen Vertrag nicht verlängern können. Ja, genau so ist es. 20.000 Euro konnte ich ihm anbieten. Er möchte aber 42. Ja, und am 28.01. ist es dann soweit. Getafe und Piemonte Calcio treten an Nathan Collins heran. Und ich fürchte, dass wir ihn verlieren werden. Für 0 Euro dann. Ja, der wird zu Piemonte Calcio gehen. Das ist natürlich
schon sehr, sehr ärgerlich. Auch so ein bisschen Fehler von mir, dass ich das nicht rechtzeitig eingeplant habe. Aber andererseits, theoretisch sind ja mehr als genug Spieler auf der Transferliste. Nur die, die ich verkaufen will, die will halt keiner haben. Und schon ist auch die zweite Transferphase vorbei. Es ging einfach nichts in dieser Saison. Lag natürlich auch am geringen Transferbudget. Ein bisschen Pech kam natürlich auch noch dazu. Ich hoffe, das wird nächste Saison wieder anders. Wir haben da mittlerweile eigentlich schon den ein oder anderen Spieler, allen voran Azon, die geisteskrank viel wert sind. Und so geht sie vorbei. Unsere zweite Premier League Saison. Wir schließen als Siebter ab. Also die Entwicklung ist definitiv immer noch da. Nächstes Jahr spielen wir dann auf alle Fälle um die europäischen Plätze mit. Den FA Cup gewinnen wir natürlich nicht. Kommen keine einzige Runde weiter. Weil man steigt ja als Premier League Club erst in der dritten Runde ein. Auch im Carabao Cup läuft es überhaupt nicht. Also bis hierhin kann man nicht unbedingt von einer Pokalmannschaft sprechen. Champions League Sieger FC Barcelona. Europa League gönnt sich der AC Mailand. Am meisten Tore schießt, muss ich eigentlich gar nicht nachschauen. Natürlich Ivan Azon. Und der beste Torvorlagengeber ist nicht Amaury Garcia, stattdessen Joe White. Aber auch bei dem sind es nur 5 Assists, also sonderlich viele Tore vorgelegt haben wir scheinbar nicht. Dieses Mal schaue ich mir das Transferbudget erst mit euch gemeinsam an. Es sind 27 Millionen Euro. Was ist denn das bitte? Für einen Premier League Club ist das zu wenig. Was soll ich damit denn bitte großartig anfangen? Anders als im letzten Jahr haben wir dieses Mal zumindest das Finale des Vorbereitungsturniers erreicht. Gibt noch mal ein bisschen Kohle oben drauf. Und ich verkaufe Momo Cissé. Den wollte ich ja schon ewig loswerden. Das heißt, ich kann uns einen neuen rechten Mittelfeldspieler dazu holen. Den Regen von Pizzi. Und dazu gibt es den Regen von Sergio Ramos. Ich versuche jetzt auch immer mehr auf die Regens zu schauen. Hier ist zum Beispiel der von Cristiano Ronaldo. Nur der ist halt schon so teuer jetzt. Das wird eher problematisch. Ey, aber ist das nicht komplett verrückt, dass der Regen von Cristiano Ronaldo ausgerechnet für Barca spielt? Der von Messi, habe ich gerade nachgeschaut, spielt bei Real Madrid. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein kranker Zufall? Einfach vertauscht das Ganze. Nur den Regen von Messi können wir uns natürlich auch nicht leisten. Das hier ist wahrscheinlich Di Maria dann. Aber der passt halt von der Position eigentlich nicht rein. Bin ja eigentlich auf der Suche nach einem Stürmer. Ich kaufe jetzt einfach noch diesen Fernando Linares. Kein Plan, von wem das der Regen ist. Er zeigt großes Potenzial, ist 19 Jahre alt, 68er Gesamtstärke. War natürlich günstig, den können wir uns zumindest leisten. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, von wem das der Regen sein könnte. Ich bin halt wieder nicht zufrieden mit der Transferphase. City kauft Aouar für 157, Grafenberg geht für 150, Stieglitz geht für 147. Könnte der Regen von Modric sein. Bei uns hat sich nicht viel getan an sich. Cissé habe ich verkauft und 3 Regens verpflichtet. Im rechten Mittelfeld sind wir jetzt besser aufgestellt. Aber ansonsten ist zumindest die erste Elf komplett gleich geblieben. Der Großteil der Ergebnisse hat mir relativ gut gefallen. Wir stehen im Halbfinale des EFL Cups und was ist mit der Premier League? Da sind wir Zehnter? Was zur Hölle habe ich da bitte gerade gesehen? Mir kam es so vor, als hätten wir fast jedes Spiel gewonnen, aber anscheinend ja mal überhaupt nicht. Das ist im Vergleich zur letzten Saison einfach ein Rückschritt. Ich muss halt gefühlt irgendeinen wichtigen Spieler verkaufen, um damit Geld zu machen. Oha, ich bekomme Raul Escobar verkauft. Der Drogenboss verlässt uns endlich. Aber der hat überhaupt nichts gekostet. Das war nur so eine Kaderleiche. Trotzdem freut es mich immer, wenn die dann weg sind. Dann haben wir ja auch noch diesen El Deep da und die Young. Bloß weg mit denen. Aber ich bekomme es nicht hin, einen richtig guten Spieler zu verkaufen. Einfach, weil die Angebote nicht dementsprechend sind. Es bringt ja nichts, einen zu verkaufen, wenn der Vorstand mir dann am Ende unter Marktwert zurückgibt. Und dann lasse ich es halt lieber einfach. Also nicht falsch verstehen, unser Team entwickelt sich natürlich trotzdem, wird immer, immer besser. Aber die großen Sprünge bleiben aktuell halt so ein bisschen aus. Ich fürchte halt, dass das für Europa immer noch nicht reicht und genau so ist es. Zehnter wird Harrogate Town. Das ist keine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Es fehlen 8 Punkte bis zu Platz 5. Im FA Cup verlieren wir das Finale. Im Carabao Cup sind wir schon früh ausgeschieden im Halbfinale, also nicht viel früher. UEFA Superpokal gewinnt. Milan die Champions League geht an Manchester United und die Europa League an Leicester. Und jetzt natürlich wie immer noch die Spielerstatistiken. Azon hat die 90 geknackt und trifft auch in dieser Saison 21 Mal. 15 Mal davon in der Premier League. Die meisten Vorlagen kommen mittlerweile von Cuesta und nicht mehr von Garcia. Sehr interessante Entwicklung. Also nicht falsch verstehen. Wir haben schon brutale Spieler teilweise in der Mannschaft. Aber dann gibt es halt auch so einen White und die Innenverteidigung, das rechte Mittelfeld. Da gehört mal was gemacht, damit es was wird mit dem Champions League Platz und dann halt auch irgendwann mit dem Champions League Titel. Ey, es ist einfach unfassbar. Wir gehen in die 10. Saison mit Harrogate Town und wir spielen noch nicht mal Champions League. Dementsprechend ist das Transferbudget nicht hoch. 35 Millionen Euro. Im Vorbereitungsturnier sind wir natürlich sang- und klanglos rausgeflogen. Da kriegen wir also auch kein Geld her. Aber wir brauchen Geld, denn Buxer wurde verkauft. Ein 3. Stürmer wird benötigt, beziehungsweise ein 4. Aber der 3. halt in dem Fall dann wahrscheinlich. Buxer wollte halt seinen Vertrag nicht verlängern. Ich gebe jetzt Kerim Calhanoglu ab, damit wir Geld einsetzen.
reinnehmen. Wir brauchen keine zwei so guten Linksverteidiger. Wir haben da ja auch noch den Hain. Ein mit einer 84, ein mit einer 85 ist ein bisschen zu viel. Da gebe ich das Geld dann lieber für eine andere Position aus. Vega wird verkauft, damit Platz im zentralen Mittelfeld ist. Bevor ich da aber zuschlage, hole ich unseren neuen Backup-Linksverteidiger, den Regen von Alexandro. So, und jetzt das fette Upgrade im ZM. Auf der Stürmerposition müssen wir halt dann wahrscheinlich wieder ein paar Abstriche machen. Matthias Palacios kommt zu uns für 55 Millionen. Der hat auch schon das Maximum seines Potenzials erreicht. Marquez wird verscherbelt für immerhin 7,2 Millionen Euro und ich hoffe, dass ich von dem Geld mir jetzt einen besseren Innenverteidiger leisten kann. Aber eigentlich brauche ich halt auch noch einen Stürmer jetzt. Ey, und jetzt hätte ich noch eine halbwegs ordentliche Lösung gehabt. Den Kollegen hätte ich gekauft. Das ist der Regen von Koulibaly. Matthews von Manchester City wollte ich ausleihen. Man City wäre sogar am Start gewesen, aber ich wollte eine Leihe zum Kauf draus machen und da hatte ich nicht genügend Geld dafür. Also schlussendlich läuft es jetzt darauf hinaus, dass wir das alles in den Winter rein verschieben und erstmal mit dieser Mannschaft hier leben müssen. Ich meine, es geht da sowieso nur um Backup-Spieler. Da sollte das schon alles halbwegs so funktionieren. Ob es gut gegangen ist, das sehen wir ja gleich anhand der Ligatabelle. Fünfter sind wir. Ist mir persönlich nicht gut genug. Wir müssen da noch mindestens einen Platz nach oben, damit es eben endlich reicht für die Qualifikation in der Champions League. Jetzt kann ich halt dann noch den ein oder anderen Transfer nachholen. Aber vorher, nicht, dass das schon wieder schief geht, muss ich dringend noch Verträge verlängern. Das hat zum Glück geklappt. Ich bin da aber halt auch überhaupt kein Risiko eingegangen. Budget ist da doch natürlich nochmal geschrumpft. Boah, jetzt kann ich den Matthews halt nicht mehr ausleihen. Gedigli ist zu teuer. Ich kaufe jetzt einfach erstmal den Mendy. Gesagt, getan, das ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Bringt also sehr gutes Potenzial mit, nur wenn er halt nicht spielen wird, dann kann er das Potenzial vermutlich halt wieder auch nicht ausschöpfen. Wie so viele andere Spieler, die wir gekauft haben. Scheiß drauf, ich verkaufe einfach Juan Manuel Cuesta. Ich glaube, unser zweitbester Spieler für 208 Millionen Euro geht der. Wir brauchen das Geld. Ersetzt wird er durch Bukayo Saka. Der ist nur um eine Gesamtstärke schlechter. Ich musste 110 Millionen Euro für ihn hinlegen. Lieber hätte ich Petri gehabt, aber der wäre halt auch viel, viel teurer gewesen. Und mit dem übrigen Geld hole ich Aaron B zurück. Ich mache das eigentlich mega ungern, Spieler zurückholen. Aber es gibt einfach keine gute, große Auswahl auf der Innenverteidigerposition. Die meisten sind viel zu alt. Ihr müsst überlegen, wir sind 10 Jahre in der Zukunft. Aaron B ist immerhin nur 26 Jahre alt, hat hier eine 86er Gesamtstärke und damit sieht die Mannschaft doch jetzt schon viel besser aus. So kann man doch vielleicht die Champions League gewinnen. Eigentlich bräuchten wir jetzt auch noch einen Backup-Stürmer, aber dafür fehlt die Kohle und freie Spieler verpflichte ich ja nicht. Also ohne Mist, das ohne die freien Spieler, das macht so viel schwerer. Also mal schauen, ob in der Transferphase überhaupt noch was passiert. Ja gut, El Deep wird endlich verkauft. Das ging auch über Jahre. Den wollte ich ja schon gefühlt immer loswerden. Das war auf alle Fälle wieder eine Transferphase, in der viel passiert ist. In der viel Gutes passiert ist für uns. Und ich gehe wirklich davon aus, dass sich das dann auch in der Tabelle widerspiegeln wird. Also ein Champions League Platz muss doch einfach drin sein. Aber die Ergebnisse haben mir gar nicht gefallen, die ich da gesehen habe. Viel zu viele Unentschieden und so landest du am Ende gerade mal auf dem 6. Tabellenplatz. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn in dieser Sprint to Glory bitte los? Den FA Cup holen wir nicht. Aber das ist keine große Überraschung. Das ausgab's in der 5. Runde. Im Carabao Cup fliegen wir in Runde 3 raus. UEFA Superpokalsieger ist Manchester United. Die Champions League geht an Barcelona. Die Europa League an Arsenal. Also die englischen Teams sind halt alle auch granatenmäßig stark. Aber man darf ja nicht vergessen, wir haben so ein Azon in der Mannschaft. Der hat eine 93er Gesamtstärke. Der andere Stürmer Borkowski ist jetzt auch kein schlechter. Der Top-Vorlagengeber ist auch Azon jetzt sogar. Also mittlerweile weiß ich echt nicht mehr, woran es liegt. Also das ist jetzt die 11. Saison und ich brauche mindestens noch eine weitere. Und das auch nur, wenn es da in der Champions League halt richtig gut läuft. Am ehesten braucht das Team natürlich einen neuen Innenverteidiger und einen rechten Mittelfeldspieler. Also mal schauen, was ich da tun kann. Und ich bereite die Transfers natürlich wie immer vor. Nicolo Arminien, Innenverteidiger, verlässt uns. Und dafür kommt Josko Gvardiol in die Mannschaft. Der hat eine 86er Gesamtstärke und hat einfach das ganze Geld gekostet. Aber was willst du tun? Will irgendwie die Mannschaft verbessern? Und ja, Hauptmann verkaufe ich auch, aber da werden wir halt jetzt keinen neuen Spieler bekommen auf der Position. Außer ich verkaufe so einen wie Hain, wer weiß. Ich verkaufe wieder einen Spieler, Matthias Palacios. Das war dieser eine zentrale Mittelfeldspieler. Da brauchen wir also definitiv einen neuen Mann. Außerdem spielen wir übrigens Europa League Qualifikation. Und ich gehe davon aus, dass diese Mannschaft sich da auch qualifizieren wird. Der neue zentrale Mittelfeldspieler ist nur ein Ticken besser. Curtis Jones, ex-Liverpool, hier war zwischenzeitlich beim FC Turin. Und ja, der ist nur ein bisschen besser, aber wir gehen eben noch mit ein bisschen Gewinn raus aus der ganzen Geschichte. Aus dem gleichen Grund verkaufe ich Aaron B. Der war nicht lange hier. Ich kaufe mir jetzt sogar alte Säcke dazu. Upamecano ist
31 Jahre alt. 80 Millionen Euro hat er gekostet. Ich war auch an Stärke Joro dran, aber der ist halt 4 Gesamtstärken schlechter. Klar, er ist jünger, aber die Preisdifferenz wiegt halt niemals die 4 Gesamtstärken auf. Die rechte Mittelfeldspielerposition werden wir jetzt aber definitiv nicht mehr upgraden können. Dafür fehlt halt einfach das Geld, 30 Millionen Euro. Und Rechens gibt es halt einfach keine auf der rechten Seite. Pizzi ist da gefühlt schon das höchste der Gefühle. Aber an sich ist die Mannschaft doch locker gut genug, um in der Premier League alles zu zerschießen. Aktuell stehen wir auf dem 7. Platz. Nach 3 Partien haben noch keine verloren. Zumindest das. Und in der Euroleague dürfen wir auch mitspielen. Da haben wir uns ganz klar durchgesetzt in den Qualifikationsspielen. Und jetzt mal rein in den Januar. Aber dieses Mal muss es funktionieren. Zumindest mit der Champions League. Januar 2031 und Harrogate Town ist endlich Erster in der Premier League. Wir haben es geschafft, Jungs. Ey, was war das hier bitte? Gut, es ist erst nach der Hinrunde, also erstmal noch ruhig bleiben. Theoretisch habe ich auch noch eine ganz gute Summe, die ich ausgeben könnte. Dafür muss ich aber natürlich vorher erstmal einen Spieler verkaufen. Zur Not schaue ich halt dann am letzten Tag der Transferphase noch auf die Wunschliste, ob da irgendein Kandidat ist, der uns irgendwie weiterbringt. Also mal schauen. Sind wir mal ehrlich, wir haben alle damit gerechnet, dass ich keinen Spieler mehr verkaufe. Dennoch werde ich das Geld jetzt wahrscheinlich noch ausgeben für entweder einen Stürmer oder einen rechten Mittelfeldspieler, weil da ist der Kader halt eigentlich nicht breit genug aufgestellt auf den Positionen. Am Ende wurde es ein Stürmer mit einer 81er Gesamtstärke. Das Tolle ist, der kann auch im rechten Mittelfeld spielen. Und mit diesem Team schließen wir die Transferphase ab. Top-Transfers Foket, Fernandes und Nakai. Und das ist es jetzt. Das ist die Saison, in der wir uns für die Champions League qualifizieren. Ey, stellt euch mal vor, wir würden uns jetzt nicht für die Champions League qualifizieren, wir wären Zweiter. Es reicht immer noch nicht für die Meisterschaft. Also es ist so krank schwer in der Premier League. FA Cup Sieger ist Leicester City. Wir verlieren gegen Manchester City. Also das scheint so unser Erzrival hier mittlerweile zu sein. UEFA Superpokal holt Arsenal die Champions League, gewinnt Atletico Madrid. Und nicht vergessen, wir haben ja in der Euroleague mitgespielt und die gewinnen wir. Das gab es gefühlt noch nie, dass ich in der Sprint to Glory die Europa League gewonnen habe. Aber da habt ihr es. Gibt es sogar Leute, die sich so eine Sprint to Glory wünschen, in der ich nur die Europa League gewinne und nicht die Champions League. Dann habe ich das hiermit geschafft, weil ich könnte diese Sprint to Glory jetzt einfach beenden. Aber natürlich ziehen wir es noch weiter durch, weil wir wollen den Champions League Titel. Und dadurch, dass wir jetzt Zweiter geworden sind, gehe ich eigentlich schon davon aus, dass das Budget ziemlich ordentlich ausfallen wird dann in der neuen Saison. Dass wir dann nochmal nachlegen können. Curtis Jones schießt die meisten Tore. Hassan hat eine 95, aber schießt nur 34 Tore. Am meisten Vorlagen gibt ganz, ganz klar Bukayo Saka. Der hat sich auch noch auf 89 rauf entwickelt. Also dieses Team ist an sich doch einfach brutal stark. Wir gehen in die 12. Saison mit Harrogate Town und ich bin ehrlich, ich würde dieses Projekt sehr, sehr gerne abschließen. 95 Millionen Euro Transferbudget. Endlich mal eine Summe, mit der man arbeiten kann. Und ihr wisst ja eigentlich schon jetzt, was ich tun werde. Es wird ein rechter Mittelfeldspieler gekauft und den Rest müssen wir mal abwarten. Der neue rechte Mittelfeldspieler ist 32 Jahre alt. Aber so läuft es halt hier mittlerweile. Gerade im rechten Mittelfeld sind die guten Spieler selten. Achraf Hakimi, 70 Millionen Euro hat er gekostet. Da laufen wir jetzt schon Gefahr, dass der sich ein bisschen verschlechtern wird über die Saison hinweg. Aber das Risiko muss ich halt einfach eingehen. Boah, ich könnte jetzt Nico Mantel, 31-jähriger Torhüter mit einer 89er Gesamtstärke für 106 Millionen Euro verkaufen und ihn dann ersetzen durch natürlich Gianluigi Donnarumma. Der kostet nur 73 Millionen, hat eine 92er Gesamtstärke, aber ich werde es trotzdem nicht tun. Theoretisch wäre es jetzt der schlaueste Move und viele von euch würden es bestimmt machen, aber mir ist es so viel lieber, da den Nico Mantel hinten drin zu haben. Das hat zu viel mehr Flair, als schon wieder mal Donnarumma, sehe ich jetzt einfach nicht ein. Und so dringend haben wir die 3 Gesamtstärken halt auch nicht nötig. Dafür verkaufe ich Curtis Jones. Der war nicht so lange hier. 165 Millionen Euro kann ich jetzt theoretisch für einen einzigen zentralen Mittelfeldspieler ausgeben. Ich gebe aber in Anführungszeichen nur 130 Millionen aus für Eduardo Camavinga. Selbst der ist hier schon 28 Jahre alt. Ich habe auch nach Valverde geschaut. Der ist halt dann 33. Also den zu verpflichten macht wenig Sinn. Dann doch lieber Eduardo Camavinga. Der ist eine Gesamtstärke schlechter, aber dafür halt viel, viel jünger. Da hat auch geisteskranke Werte. Also mit dem Team hier muss man eigentlich die Champions League gewinnen. Und die Transferphase ist ja immer noch nicht vorbei. Ja, die ist noch nicht vorbei. Ich verkaufe Dennis Borkowski an Piemonte Calcio. Da wird jetzt also auch wieder ein neuer, sehr guter Stürmer benötigt. Mit dem Backup-Stürmer spiele ich so ein bisschen auf Zeit. Ganz einfach, weil ich mehr Geld brauche und deshalb verkaufe ich Josko Gvardiol. Ich glaube, Josko heißt er wahrscheinlich eher mit Vornamen. Dadurch brauchen wir aber auf alle Fälle halt auch wieder einen neuen Innenverteidiger. Als erstes kaufe ich jetzt
den neuen Stürmer. João Pedro Eusebio Paulo. Ihr wisst alle, wer das ist. Der Region von Cristiano Ronaldo natürlich. 190 Millionen Euro musste ich hinlegen. Einen neuen IV können wir uns aber auch noch leisten. Der ist auch nicht schlecht. Das ist der 30-jährige William Saliba. 87,5 Millionen habe ich für den hingelegt. Ey, und ich sag's euch, wenn diese Mannschaft nicht bereit ist, die Champions League zu gewinnen, dann weiß ich es halt auch nicht. Also ich bin sehr zufrieden damit, was wir uns hier mittlerweile zusammenbasteln konnten. Und mal schauen, theoretisch muss ich im Winter da gar nicht mehr unbedingt was machen. Also viele Niederlagen habe ich nicht gesehen. FA Cup Runde 3, Premier League Platz 1. Jawohl, Jungs, eine Niederlage gab es. Die war, glaube ich, natürlich gegen Manchester City. Ich habe es ja gerade schon gesagt, auf dem Transfermarkt werde ich vielleicht nichts mehr tun. Geld ist sowieso kein Star. Außer natürlich, ich bekomme jetzt ein geisteskrankes Angebot wegen dem Spieler. Aber viele davon will ich halt auch gar nicht verkaufen, um ehrlich zu sein. Bestes Beispiel, Azon. Den hätte ich bestimmt mal für 400 Millionen oder so wegbekommen. Aber der hat eine 96er Gesamtstärke. Ich feiere den einfach extrem hier gerade. Und ich will die Leute dann halt auch einfach nicht abgeben. Ja, komm, lass mal's, das war sie, die Januar-Transferphase. Die Transfers sind generell nicht so hoch ausgefallen. Ich mal ein Transfer über 100 Millionen Euro. So sieht unsere Mannschaft jetzt aus. Und damit kann man doch reingehen in die allererste Champions League K.O.-Phase. In der Gruppenphase sind wir natürlich mit 6 Siegen Erster geworden, aber halt auch in einer relativ leichten Gruppe. Eigentlich sollte Valencia kein Gegner für uns sein. Das zeigt sich nur so halbwegs im Hinspiel. 2-3 auswärts ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Heißt im Rückspiel, braucht Valencia mindestens 2 Tore. Bei uns zu Hause im Town Park. Die schießen aber nur 1, während wir 3-mal einnetzen. Wir stehen damit im Viertelfinale gegen eine andere Mannschaft aus der Premier League, die Tottenham Hotspurs. Aber ich meine, komm, normalerweise muss das eine klare Geschichte werden. Wir gewinnen das Hinspiel schon mit 2-0. Auch das Rückspiel können wir für uns entscheiden. Und damit kommen wir an im Halbfinale. Und der Gegner dort ist Real Madrid. Und die muss man natürlich erstmal schlagen. Den Messi-Region haben sie, glaube ich, nicht mehr. Stattdessen Vinicius, David und Kubo vorne drin. Florian Wirtz spielt da so Yunchu Kimpembe. So viele große Talente und trotzdem gewinnen wir 2 Tore von Ivan. Der hat ja nicht umsonst eine 97er Gesamtstärke. Es könnte also klappen, dass wir es direkt bei unserer ersten Champions League Teilnahme auch ins Finale schaffen. Und das ist natürlich kein Wunder. Bei der Mannschaft gegen Real Madrid spielen wir 2-2. Es ist relativ knapp, aber es reicht auf alle Fälle für den Einzug ins Finale. Ich bin ehrlich, alles andere wäre eine große Enttäuschung gewesen. Und irgendwann muss ich ja auch mal fertig werden mit dem Projekt. Im Finale spielen wir gegen Borussia Dortmund. Da bin ich mal sehr gespannt auf deren Team. Vorher aber natürlich noch der Blick auf unter anderem die Premier League und dort heimst Harrogate Town sich den Titel ein. Ganz, ganz wichtiges Ding, dass wir hier auch endlich mal auf dem ersten Platz sind. Den FA Cup gewinnen wir leider nicht. Da scheiden wir aus, mal wieder gegen Manchester City. Wir können auch nur gegen Manchester City ausscheiden. Wobei hier war es Leicester City. Also Hauptsache City ist im Namen. Super Pokal gehört uns. Als amtierender Europa League Sieger stehen wir im Champions League Finale. Unser Nachfolger in der Europa League ist einfach Liverpool. Im Finale gegen FC Bayern. Was zur Hölle. Ganz, ganz komische Europa League. Top-Torschütze bei uns in der Mannschaft ist natürlich, ohne dass ich es vorher nachgeschaut habe, Ivan Azon. Aber ich meine, der hat eine 97er Gesamtstärke. Gibt auch die meisten Vorlagen zusammen mit Bukayo Saka. Generell muss ich jetzt schon vor dem Champions League Finale sagen, ich feiere diese Mannschaft extrem. Gerade so Spieler wie Hein, Mantel, Pembele oder vor allem Azon. Daneben der Cristiano Ronaldo Region. Das ist schon wieder eine richtig, richtig geile Mannschaft. Also gerade diese langen Sprint to Glories hat EA deutlich interessanter hinbekommen dieses Jahr. Man kann, man muss da fast andere Spieler verwenden. Da reden wir dann aber nach dem Champions League Finale nochmal drüber. Denn da kann man echt einiges drüber sagen. Azon, Top-Torjäger in der Champions League, gar keine Frage. Und ich hoffe, der wird jetzt dann auch gleich dieses Finale für uns entscheiden. Ich habe richtig Bock, die Spieler alle mal auszutesten. Ist ja schon übel, was die teilweise für Werte haben. Die Champions League-Hymne läuft und da sieht man schon, Haaland spielt immer noch bei Borussia Dortmund. Ansonsten hat sich deren Team aber natürlich dramatisch verändert. Dan Axel Sagadou sehe ich da. Bin ich ja mal gespannt, was die so können. Und auf der anderen Seite Harrogate Town. Wir haben den Verein bis ins Champions League-Finale geführt. Und so sieht die Mannschaft aus. Ich feiere es richtig. Willkommen zu unserem Gegner Borussia Dortmund, die uns Çalhanoğlu abgekauft haben. Oder vielleicht ist er auch über Umwege dahin. Auf alle Fälle spielt der Ex-Schalker jetzt bei Borussia Dortmund. Nebel links, Sancho rechts, Haaland und Lee vorne. Ihr müsst überlegen, wir sind in der 12. Saison in dieser Sprint to Glory. Und jetzt heißt es Champions League Finale. Schwierigkeitsmäßig ist es ultimativ ohne irgendwelche Regler. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock, die Jungs jetzt mal live spielen zu sehen. Also theoretisch dürfte Borussia Dortmund da keine Chance haben. Das ist direkt das 1-0.
Kamavinga. Wie setzt der Typ sich denn da bitte durch? Überragend vorbereitet von Ivan, der ist sowieso nicht zu bremsen. Ein Kamavinga. Sah aus, als hätte er 99 Pace. Aber ich denke mal, so weit ist er davon gar nicht entfernt. Garcia läuft durchs Mittelfeld. Unser Kapitän. Und da unten steht jetzt ein gewisser Eusebio sonst was. Eusebio Paulo ist es, glaube ich. Der Regen von Cristiano Ronaldo mit dem 2-0. Boah, und das sieht man es halt auch nochmal. Ich feiere es so extrem, dass die Jugendspieler und auch die Regens jetzt einfach unterschiedlich aussehen. Das gibt denen direkt so viel mehr Persönlichkeit, da mit dem Schweißband am linken Arm. Das hat nicht ich irgendwie eingestellt, das hatte der von Haus aus. Die nächste Welle rollt, wir sind nicht aufzuhalten. Saka legt den natürlich quer auf den Regen von Cristiano Ronaldo. Und Eusebio Paulo schießt das 3-0 in der 34. Minute. Also die Mannschaft ist halt einfach viel zu gut. Aber es macht auch so extrem Spaß, mit denen zu zocken. Das ist Ivan, der schießt ihn nicht rein. Gut, das war auch sein schwacher Linker und er hat nur 2 Sterne schwacher Fuß. Der ging jetzt an den Pfosten, aber wie viel Schusskraft war da bitte drin in dem Ball? Also sorry, dass es jetzt vielleicht nicht das spannendste Champions League Finale ist. Wobei, ich erinnere da an Liverpool gegen AC Mailand. Ist schon ein paar Jahre her, aber da stand es auch 3-0 zur Pause und am Ende muss ich nicht erzählen, wie es weiterging. Ich glaube jetzt nicht, dass es hier passieren wird. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, wie viel Spaß es macht, mit dieser Mannschaft zu zocken. Die sind einfach so geisteskrank gut alle. Es hat ein richtiges Feeling, hier diese Mannschaft aufgebaut zu haben und jetzt mit denen komplett zu zerstören. Am besten gefallen mir bis hierhin ganz klar Kamavinga und Azon. Das muss das nächste Tor sein. Das ist das nächste Tor. In der 61. Minute wechsle ich zum ersten Mal der Regen von Pizzicom 3 für Hakimi. Die haben die gleiche Gesamtstärke. Von daher ist das nicht mal ein Qualitätsverlust. Und da ist er direkt mal. Pizzis Regen nach Vorbereitung. Juch, ich weiß gar nicht wen. Jetzt bin ich komplett draußen. Ivan bolzt hier ja mal sowas von rein. Eusebio Paulo hat, glaube ich, den Steilpass gespielt. Und dann eine von diesen scharfen Flanken für Ivan. Kein Problem. Und den hat er jetzt sogar mit dem schwachen Linken reingeschossen. Ich wiederhole, der hat 2 Sterne schwacher Fuß. Und so gewinnt Harrogate Town die Champions League. Ich glaube, im Jahr 2031 oder 32. Und allein, wenn man dann auf die Torschützen schaut. Eusebio Paulo mit 2 Buden. Hein hat eine 90 oder 91. Ich muss EA an der Stelle wirklich loben. Die bekommen ja immer wieder Kritik, auch zu Recht Kritik, auch wegen dem Karrieremodus. Es gibt auch immer noch wahnsinnig viele Dinge, die man da dringend verbessern muss. Aber was sie gut hinbekommen haben jetzt mittlerweile bei so Sprint to Glories, es kommen halt doch irgendwie immer ganz andere Teams raus. Je nachdem, wie man es halt haben will. Im Prinzip kann man fast jedes Talent zu einem richtig, richtig starken Spieler entwickeln. Und dieser Ivan, ne, der ist halt so explodiert und auch Garcia, der Kapitän, der jetzt den Henkelpot in den Himmel reckt. Auch der war eine absolute Maschine in dieser Karriere. Unser Torhüter, alles drum und dran. Das ist halt irgendwie jedes Mal so ein ganz besonderes Team. Und nicht wie früher immer die gleichen Mannschaften, wo du so ein paar Spiele hin und her tauschen kannst. Aber im Prinzip sind es immer die gleichen 20 Leute. Und das ist schon extrem cool. Dann auch das eigene Design der Jugendspieler und so weiter, dass man von Beginn an Jugendspieler hat. Wie gesagt, ich muss EA da echt ein Lob aussprechen. Es ist bei Weitem alles immer noch nicht perfekt. Ich wünsche mir eigentlich halt ein Jahr, in dem sie nur so Kleinigkeiten ausbessern, weil die Systeme, die drin sind, sind eigentlich cool. Ich finde, es braucht gar nicht unbedingt mehr Features. Und die Features, die drin sind, müssten halt mal richtig gut und halt ordentlich funktionieren. In den Interviews bräuchte man viel mehr Fragen. Gerade so Sachen, so Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die würden es halt so extrem verbessern. Aber wie gesagt, Sprint to Glory ist echt was Besonderes geworden. Ich hoffe, es hat euch wieder richtig viel Freude bereitet. Ihr war von Anfang an bis Ende dabei. Lasst gerne einen Daumen da auf dem Video. Es war natürlich mordsmäßige Arbeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Bernie. Uff, das war's also von dieser Sprint to Glory. Vielleicht die längste Sprint to Glory, die ich jemals gemacht habe. Hier mit den Jugendspielern, die könnt ihr vielleicht noch mithalten. Da weiß ich aber jetzt nicht auswendig, wie viele Saisons das da gedauert hat. Das Video ging auf alle Fälle länger als das hier. Vielleicht schaffe ich diese Sprint to Glory auch unter eine Stunde zu schneiden. Letztes Video, anderes Video, Infocard. Zieht's euch rein.